Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Der Pfarrer der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom ist in dieser Woche unser Gesprächspartner. Mit Rom verbindet ihn einiges, hat er uns gestern schon erzählt, Pfarrer Dr. Michael Jonas. Aus katholischer Perspektive ist Ostdeutschland die Diaspora, dort, wo die katholische Kirche kaum vertreten ist. Würden Sie sagen, Sie leben als evangelischer Christ in Rom ebenfalls in einer Diaspora? Das kann man schon so sagen, denn wir sind hier in einer Stadt, in der wir natürlich zahlenmäßig sehr deutlich in der Minderheit sind, aber auch im Bewusstsein. Viele Italiener setzen christlichen Glauben mit katholisch sein gleich und insofern muss man oft erklären, was das überhaupt ist. Lutheraner, glaubt ihr überhaupt an Gott? Kennt ihr Maria? Kennt ihr Jesus? Und da muss man sich so im Alltag bei vielen Leuten einfach auch erklären. Und habt ihr eine Bibel? Genau, habt ihr eine Bibel. Also da scheinen andere Religionen manchmal bekannter zu sein. Dennoch sind die offen, die Gesprächspartner, und lassen sich auch gerne überzeugen, dass wir sehr, sehr nah am katholischen Glauben sind und eben auch Christen sind. Jetzt sind Sie, Herr Jonas, zwar Christ und Deutscher, aber kein Römer und kein Italiener. Wie erleben Sie das Ausländerdasein in Rom? Ich erlebe es in den Monaten, in denen ich jetzt hier bin, sehr, sehr positiv. Überall, auch in den Bereichen, wo man jetzt nicht als Pfarrer gewissermaßen sofort wertgeschätzt wird. Ich war gestern noch mal auf Behörden wegen der Autoummeldung und so weiter, und da erlebe ich doch die Menschen sehr, sehr freundlich, auch einem Deutschen gegenüber, der sich mit der Sprache und Kultur und den Modalitäten auch ein bisschen schwer tut. Also ich habe noch keine enttäuschende und, wie soll ich sagen, ablehnende Haltung erlebt, seit ich jetzt hier bin. Das muss ich wirklich sagen. Das klingt gut. Dann kümmern wir uns jetzt mal um das heutige Evangelium, wo es unter anderem ums Händewaschen geht. Hier kommt der Text nach Markus. Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: »Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?« Er antwortete ihnen: »Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen.« Und weiter sagte Jesus: »Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung. Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt: Es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt: Was ich dir schulde, ist Korban, das heißt eine Opfergabe. Damit hindert er ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen.« Soweit der heutige Text nach Markus. Was meint denn Jesus mit Korban, Herr Jonas? Was ist das für eine Opfergabe, die das Gebot außer Kraft setzt, Vater und Mutter zu ehren? Also unter Korban verstand man damals im Judentum
so ein Konzept, damit konnte man Güter Gott gewissermaßen weihen, Gott vererben, und damit lagen die gewissermaßen wie fest angelegt auf einem Konto. Man durfte sie selber noch nutzen bis ans Lebensende, aber sie waren für andere Dinge reserviert. Und so konnte man sich rausreden, wenn etwa die Eltern für die Pflege Geld brauchten oder andere bedürftige Menschen, konnte man sagen, das ist Korban, das ist schon für Gott angelegt, ich kann nichts damit machen. Mhm. Damit konnte man religiöse Gebote gegeneinander ausspielen. Und das war das Problem, deshalb zieht Jesus das heran. Gute Ausrede. Wenn wir dieses Evangelium von heute so hören oder gehört haben, sollen wir jedes religiöse Gesetz auf den Prüfstand stellen? Also ich denke, die Gebote würden das schon aushalten und unsere religiösen Gebräuche, wir sollen die ruhig immer wieder reflektieren und prüfen. Die Frage ist natürlich nur, woran wir sie messen. Ja? Wenn wir das an unserem Ego tun oder mit unserer Bequemlichkeit, dann wäre es problematisch. Aber Jesus hat uns ja auch an die Hand gegeben, dass wir das am höchsten und größten Gebot messen, und das ist die Liebe zu Gott und den Menschen. Und wenn die Liebe der Prüfstein bleibt, an dem wir Gebräuche und Regeln messen, dann ist die Sache, glaube ich, in Ordnung. Sagt Dr. Michael Jonas, er ist der Pfarrer der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Bis morgen, wiederhören. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.